Boah. Erstmal ein Klopper. Bitte schön, der Herr. Mein lieber Scholli. Ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich bin der Gerhard. Gerhard, ich bin beeindruckt. Darf ich dir vorstellen, Frau Dr. Heiderin Zippers? Hallo. Damit Hallo, schon mal her. Mein Gott, ist die ja. schön. So, Gerhard, wo hast du denn den Apparello her? Den habe ich jetzt von meiner Mutter bekommen, die ihn praktisch von meinem Vater erhalten hat. Wie lange ist das her? Anfang der 70er Jahre. Ja. Da hat mein Vater die von einem Geschäftsfreund angeboten bekommen. Da wollte er für das gute Stück 40 Mark haben. Wie viel? 40 Mark. D-Mark. D-Mark, ja. Und da wir Münstermüller sind oder gewesen sind, hat mein Vater natürlich zugeschlagen. Du, soll ich mal was sagen? Ich glaube, das war gar kein schlechtes Geschäft. Das denke ich auch, ja. Gut, dann lassen wir jetzt mal ein bisschen auf diese Münze zu sprechen kommen. Ganz genau. Es ist ein Erinnerungsstück, eine Medaille und keine Münze. War halt nicht im Umlauf. Und diese Medaille wurde anlässlich des 300. Geburtstages des Markgraf von Baden-Baden, des Ludwig Wilhelm, des sogenannten Türken-Louis, herausgegeben. Und zwar war er Generalleutnant aller kaiserlichen Truppen und darüber hinaus siegreicher Feldherr in den Türkenkriegen. Und die Medaille wurde in Erinnerung an den Rastatter Frieden herausgegeben. Und dieses erinnerungswürdige Ereignis wird hier in dieser Medaille dargestellt. Avers mit dem Markgraf als Reiter und das Pferd in der Levade, eine typisch barocke Darstellung. Und der Reiter hier vor dem Schlachtengetümmel dargestellt. In umlaufender Schrift liest man seinen Namen. Und auf der Rückseite sehen wir das Rastatter Schloss, seine Residenz in der Nähe von Baden-Baden. Hier mit dem Adler oder auch der Friedenstaube. Und hier diese Buchstaben, die hier hervorgehoben sind, sind gleichzeitig die römischen Zahlen, die das Jahr 1714 preisgeben. Wirklich? Ist das denn so alt, diese Medaille? Nein, die wurde anlässlich des 300. Geburtstages des Markgrafen herausgegeben, der 1655 geboren war. Und 1955 ist diese Medaille herausgegeben worden. Und zwar von der Bundesrepublik Deutschland für erinnerungswürdige Ereignisse in der Folge einer Serie. Und zwar in einer 900er Legierung, schweres Gold. Und das ist hier auch in der Umschrift vermerkt. Mein Gott. Und schon bin ich wieder bei dir. Gerhard, welchen Wunsch hättest du an Preis? Sagen wir mal zwischen 3.500 und 4. Zwischen 3.500 und 4.000 Euro hättest du gern. Ja. Gut. Wie lautet Heides Schätzung? Ich habe mal den Goldwert ausgerechnet nach aktuellem Goldpreis. Und da liege ich schon bei 3.377 nach aktuellem Goldwert. Und gehandelt wird diese Münze im Durchschnitt mit 5 bis 10% mehr. Das ist der Durchschnitt. Aber realistisch halte ich 3.500 bis 3.700 Euro. Okay. Da sind wir ja drin, ne? Da bin ich mit einverstanden. Es ist eine 900 auf der Seite geprägt, 1955. Gedenkjahr. Rastatt 1955. Aber ich denke, das ist eine Nachprägung. Vielleicht ist es auch 900 vergoldet. Nee, ich nicht das. Guten Tag. Nach. Guten Tag. Moin zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, moin, moin. Sehr interessante große Medaille, Münze. Nachprägung von 1955. Das ist keine Nachprägung. Nein? Nein, die ist 1955 rausgegeben worden. Okay. Anlässlich des 300. Geburtstags von diesem Ludwig Wilhelm von Baden-Baden. Mhm. Und hat diverse Siege erreicht. Unter anderem hat er die Türken vor Wien geschlagen. Mhm. Und deshalb nennt man den auch Türken-Louis. Wie schwer ist Ihre Münze? 71 Gramm. 71 Gramm. 900 stand an 900, der Seite. 900, ja. Das sieht fein aus. Moment. Welche Auflage war das denn damals? Das ist überhaupt keine Auflage. Die ist nur auf Anforderung geprägt worden. Wissen Sie denn, wie viel geprägt worden ist? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann keiner wirklich Konnte sagen. Mir auch keiner sagen, wie viel das ist. Schön. Goldwert müsste so 3,3 sein? Etwas mehr, 3,377. 3,377. Oh, ja. Dann fange ich mit 3.400 Euro an. Ja, was sagen Sie zu 3,4? 3.500. 3.550. Okay. Ist noch jemand dabei? Nee. Hm? Wären Sie bereit, an jemanden zu verkaufen für 3.550 Euro? Wunsch und Schätzpreis sind erreicht. Machen wir. Gut. Freue ich mich.
Einen schönen Preis möchte auch Sven Hanratti erzielen. Aber vor dem Verkauf wüsste er gern noch mehr über sein geheimnisvolles Silberei. Das klingt nach einem Fall für Wendela Hortz. Sie kann jede Wissenslücke schließen. Wie darf ich den Herrn ansprechen? Sven. Sven! Ja. Damit komme ich klar. Grüße, lieber Sven. Ui, was hast du denn da mitgebracht? Das habe ich bei einer Internetauktion ersteigert. Ich weiß, dass es aus Russland kommt. Und das ist ein recht bekannter Gold-Silberschmied. Ich glaube, wir gehen jetzt direkt rüber zu Wendel. Also, wir haben hier eine Eierdose, eine Schmuckdose in Silber. Sie kommt aus Russland, das stimmt. Mhm. Und sie kommt aus der Werkstatt eines sehr berühmten Silberschmiedes. Oh. Genau, sie kommt nämlich aus der Werkstatt von Ovchinnikov. Und hier innen, ich zeige das mal so ein bisschen, es ist ein bisschen schwer zu sehen, da haben wir die Punzen, die nötigen. Da kann man also sehen, einmal die Punze von Ovchinnikov, Pavel Ovchinnikov. Und dahinter, die kann man nicht so gut sehen, es sind noch mehr Punzen da, da sieht man es besser. Da ist die Kokoschnik-Marke, die nach 1908 in der Form verwendet wurde, die uns also anzeigt, dass dieses Objekt in Moskau geprüft wurde und aus 875er Silber besteht, also 84 Solotniki. Und diese Dosen wurden gemacht anlässlich des Herrschaftsjubiläums der Familie Romanow. Wir haben hier einmal aufgesetzt die Jahreszahl 1613. Das war das Jahr, in dem der erste Romanow zum Zar wurde. Und der hieß Michael, also Michael für uns. Und 1913 ist hier noch mal aufgelötet. Das ist das Jahr des 300. Jubiläums. Und da war eben Zar Nikolaus II., also Nikolai, hier verewigt, der letzte Zar der Dynastie. Was hier sehr interessant ist, ich stelle es mal ein bisschen auf, damit man das besser sehen kann. Wir haben hier vorne ein recht plastisches Relief aufgelegt, und zwar den doppelköpfigen Adler, das Wappen der Romanows. Hier oben ist die Zarenkrone mit einem Granatkabochon. Und was ich ein bisschen kurios finde, normalerweise hält der Adler in einer Hand den Reichsapfel und in der anderen Hand das Zepter, die Insignien, die Herrschaftsinsignien. Und das hier sieht ein bisschen auch aus wie ein Osterei, ein Geschenkei. Ja. Also die Stelle hier mit dem Reichsapfel. Es wurden auch einige dieser Eier hergestellt. Man sieht die immer mal wieder auf dem Markt. Hier auch dieser kleine Ständer ist ganz interessant. Das Ei steht hier auf diesem Kordeldraht mit den Greifenklauen. Vom Silbergehalt, es ist auch eine 84er Legierung, da passt das sehr gut. Aber es könnte durchaus ein anderer Ständer ursprünglich dabei gewesen sein. Ja. So, und Erstehungsjahr wird dann auch wohl 1913 sein. Ja, davon können wir wirklich ausgehen. Mein Lieber, was möchtest du denn haben dafür? Ich würde mir 1500 wünschen. Ja, das finde ich in Ordnung. Ist dieser Betrag machbar? Leider ist die ganz, ganz große Zeit der ganz hohen Preise für russische Waren immer ein bisschen vorbei. Aber ich würde dennoch sagen, 1.300 bis 1.500 Euro, das ist wirklich realistisch. Gut geschätzt. Oh, da steht 1613 drauf, aber naja, das wird original sein. Na, Fabian, wenn man sich diese Krallenfüße anguckt, ne, diese Klauen. Wenn es draufsteht, ist es auch so. Meinst du? Ja. Das Interesse der Händler ist in jedem Fall geweckt. Wird das silberne Ei zum Objekt der Begierde? Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen Tag. Hallo. Hallo. Ja. Ein sehr, sehr spannendes Ei. Ja. Ein schönes Silberobjekt. Ja. Hallo Sven. Sehr erfreut. Aus Russland. So viel konnte man schon feststellen. Von welchem Hersteller ist das? Er nennt sich Pavel Ovchinnikov, wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Ich fange mal an mit 500 Euro. Okay. 600? Ich würde die 1000 voll machen. 1050. 1100. 1150. 1200. 1250. 1300. 1500. 1600. Ja, ist mir schon klar. 1650. 17. 1750. 18. 1850. 2000. 2050. Das war jetzt schon wieder so eine magische Grenze.
2,1. 50 Euro mache ich noch drauf. 2,2. Dann mache ich auch noch 50 Euro drauf. 2,3. Und auch darauf mache ich 50 Euro. Ich sag auch gern noch 2.500 Euro. Da gehe ich auch noch 50 Euro drüber. 2.550. 2,6. Ja, was denn? Ich will's haben. Das macht mir nichts. 50 Euro drauf. 50 Euro drauf. Da sind wir bei 2,7. 2,8. Ich mache noch 3.000. Dann bin ich raus. Ein starkes Gebot. Wow. Wollen Sie verkaufen dann, David, für 3.000 Euro? Sehr gutes Gebot. Wir verkaufen. Das freut mich. Wenn zwei Händler sich streiten, freut sich am Ende der Verkäufer. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 3.000. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Puh. Ja, er freut sich.